Kutan Immobilien. Wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am 1.12.2016 fand ein Bürgerdialog zwischen Ludwigshafener Bürgern, Stadtverwaltung und BASF zum schweren Explosionsunglück am 17.10.2016 im Obauer Bürgerhaus statt. Die beiden Feuerwehrleiter Rolf Haselhorst von der BASF Werksfeuerwehr sowie Peter Friedrich von der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr erläuterten chronologisch den Geschehnisablauf. Gibt es das weltweit genauso? Diese Rohre, die Sie dort sehen, führen einmal die Produkte über entsprechende Brücken, eine Brücke können Sie dort sehen, zu B- und Endlageeinrichtungen für die großen Schiffe, Binnenschiffe, die wir dort anlegen können. Insgesamt sind es eine Großzahl von Rohrleitungen, eine Zahl von etwa 28 Rohrleitungen, die wir zur Produkttransport zu Produktpumpen zum Beispiel nutzen, aber es gibt auch Rohrleitungen, die zum Beispiel genutzt werden, um Dampf entsprechend zu fördern. Der hier eingegrenzte Bereich ist genau der Bereich, den Sie vorhin gesehen haben auf dem Bild von Frau Sokale im hinteren Bereich dieses Hafens, der für uns in dem Moment dann zum Ausgangspunkt unserer Tätigkeiten wurde. Die Lage bei der Ankunft stellt sich so dar, dass wir drei Brandstellen hatten. Und diese drei Brandstellen haben sich wie folgt dargestellt. Einmal die Arbeiten an der Leitung, dann die Stelle, wo die Leitung abriss und dann durch die Wärmestrahlung der Übergriff auf die benachbarten Fahrzeuge. Zeitmäßig begann das Ganze bei der BASF. Ja, mit einem Notruf, der von der Zentrale, von der Leitstelle des Hafens an uns direkt ging. Wir haben dort eine ständig besetzte Zentrale, die einmal mit Messinstrumenten, aber auch natürlich mit Mitarbeitern ausgestattet, ständig einen Blick über den gesamten Hafen hat. Und die haben gleich bei ihrem ersten Wahrnehmen eines Brandes uns dann informiert, alarmiert. Das geht dann in die BASF-Leitstelle der Feuerwehr. Das war 11.21 Uhr. Die Feuerwehr ist dann sowohl von der Feuerwehr Süd als auch Nord ausgerückt. Und Frau Sokale sprach ja schon davon, dass wir in etwa Ausrückezeit von 3 Minuten haben, um jeden Punkt des Werks zu erreichen. Das ist ein existenzieller Punkt unseres Sicherheitssystems. Und deswegen sind wir um 11.24 Uhr an der Einsatzstelle eingetroffen. Das, was man dann macht, wenn man einen Brand zwischen Rohrleitungen sieht, ist, dass man versucht, mit einer sehr, sehr großen Menge von Wasser die umliegenden Rohrleitungen so zu kühlen, dass aus einem Brand ausbreitet oder irgendeine nachhaltige Wirkung aus diesen Leitungen nicht zu erwarten ist. Und genau das haben die Einsatzkräfte vor Ort gemacht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nord, die haben das Fahrzeug aufgestellt und begonnen, einen sogenannten Löschangriff mit viel, viel Wasser aufzubauen. Und während dieser Zeit, das sehen Sie hier, kam es etwa um 11.27 Uhr zu einer Explosion, die quasi zwei Dinge nach sich zog. Erstens ein weit sichtbarer, sehr hoher Feuerball, austretendes Produkt, das entzündet wurde, und eine Leitung, die an einer Stelle auseinandergerissen wurde, und ein Leitungsteil quasi quer über die Einsatzstelle geschleudert wurde, quer über die Stelle, an der auch die Feuerwehrleute im Einsatz waren. Bei uns ging der Anruf um 11.30 Uhr ein in der Leitstelle mit der Meldung, alle verfügbaren Kräfte zum Landeshafen, Explosion, es gibt Verletzte. Danach rücken wir aus nach den Einsatzstichworten, einmal Explosion und Massenanfall von Verletzten. Damit ist natürlich unsere Feuerwache, beziehungsweise alle drei Feuerwachen der Stadt leer, denn alles war dann unterwegs in Richtung BASF und hat dann versucht zu unterstützen. Um 11.39 Uhr waren die ersten Kräfte von uns vor Ort und
fanden da ein Bild vor, das so aussah, später mit dem Löschboot sogar, bis wir das Mannheim alarmiert haben, zum gleichen Zeitpunkt, sodass wir hier parallele Einsätze machen konnten, einmal von der Landseite, aber auch von der Wasserseite, weil es auf dem Schiff, das hier vorne liegt, zu Bränden gekommen ist im Bugbereich. Wir haben an der Einsatzstelle zwei Abschnitte gebildet, Abschnitt 1 und Abschnitt 2, jeweils am Ende der gebrochenen Rohrleitung. Im Abschnitt ein Foto während des Einsatzes, auch hier Brandbekämpfung, man sieht hier die Grundlösche. Und hier im Abschnitt 2 nochmal ein Überblick. Man sieht den Brand, man sieht aber auch die LKWs und einen Bereitstellungsraum, den wir zunächst hier vorne eingerichtet haben, den wir später aber zurücknahmen, um dann alle Kräfte zu koordinieren und zu sortieren, dass man sie nach Bedarf abrufen konnte. Wir haben zunächst unterstützt Verletztentransport mit unserem Großraum Rettungs- und Transportwagen. Wir haben die Organisation der 133 Lkw-Fahrer hier nach Opa organisiert. Wir haben Lagebesprechungen durchgeführt und natürlich kam noch die Verpflegung mit dazu, die darf man auch nicht vergessen, weil es doch ein längerer Einsatz war. Beginn des Einsatzes, wie gesagt, 11.30 Uhr. Von städtischer Seite hatten wir diesen Kräfteeinsatz hier mit dabei. Das war schon enorm, was wir hier innerhalb kürzester Zeit auf die Reihe gebracht haben. Unterstützt wurden wir noch durch etwa 350 Polizisten, die den Verkehr außenrum geregelt haben und natürlich auch stadtintern für uns zur Verfügung standen. Ja, vielleicht noch was zu dem Rettungseinsatz. Zwei Tote, 8 Schwerverletzte, 22 Verletzte, ist etwas, was vom Umfang her nur mit massivstem Einsatz all dessen, was in der Region Rhein-Neckar zur Verfügung steht, abgearbeitet werden kann. Es kommt uns natürlich auch entgegen, dass wir gerade tagsüber in unserer eigenen ärztlichen Abteilung über eine große Zahl von sehr gut ausgebildeten Notärzten verfügen. Sie sehen das hier mit der entsprechenden auch Anzahl an Rettungsassistenten, aber auch von externen. Sie sehen mit dem Rettungshubschrauber, dem Großraumrettungswagen, weil das ein massiver Einsatz, was den Rettungsdienst angeht. Und wenn Sie sehen, das Gleiche haben wir auch im Bereich der Umweltüberwachung durchgeführt. Sie müssen sich vorstellen, weil immer es zu einem Einsatz in der DSF kommt, fahren parallel zu den roten Fahrzeugen der Feuerwehr, weißen Fahrzeugen des Rettungsdienstes, auch blaue Fahrzeuge der Messtechnik unserer Umweltüberwachung raus und messen in Windrichtung prophylaktisch bzw. an der Herzgrenze. Sie sehen hier auch den Punkt eines mobilen Messfahrzeugs, das in den Folgetagen, da wird der Peter Friedrich noch was zu sagen, als quasi kontinuierliche Überwachung auch in Windrichtung in der Nachbarschaft quasi installiert wurde. Und last but not least sehen Sie, dass wir auch, was die Probenahmen, Luft, Wasser und Boden, also alle Kompartimente abdeckend, entsprechend umfangreich tätig waren. Ja, 16.25 Uhr Feuer und Kontrolle, 21.30 Uhr Feuer aus. Warum 21.30 Uhr Feuer aus? Wenn Sie einen Brand in Pipelines bzw. Rohrleitungen löschen, ist das zweistufig. Die erste Stufe heißt drumherum kühlen, um eine Ausweitung zu vermeiden. Das habe ich bereits erwähnt. Die zweite Stufe heißt dann, dass Sie entlang der Rohrleitung sowohl in Fließrichtung davor als auch in Fließrichtung dahinter quasi sogenannte Ventilabschnitte bilden, Schottabschnitte bilden, sodass dann der Rohltank, das Innere des dazwischenliegenden Bereiches unter dem Druck, der herrscht, ausfließen kann, abbrennen kann und wir gegebenenfalls darauf warten, dass sich diese Rohrleitungen entsprechend leeren. Warum kühlt man oder warum löscht man diese Feuer nicht, wenn sie gerade am Austritt sind? Ganz einfach, wenn es unverbrannt austritt, müssen Sie damit rechnen, dass sich eine viel größere Menge, die dann ausgetreten ist, an irgendeiner heißen Stelle dann entzündet und Sie in einer Minute, einer Sekunde einen Riesenbrand in der Luft, in der Fläche haben.
Dagegen können Sie ihn, wenn er kontrolliert austritt, über die Zeit auch kontrolliert abwenden und entsprechend bekämpfen. Deswegen diese Länge bis 21.30 Uhr, die wir gebraucht haben, gerade was die Fernleitung angeht, diese Vorgehensweise umzusetzen. Das hat man schon gesagt, 30 Personen teils schwerverletzt zu dem Zeitpunkt. Wir haben 3 Feuerwehrleute und einen Matrosen verloren. Ja, vielleicht kann Peter Friedrich noch was zu den Umweltmessungen sagen von Seiten der Stadt. Umgekehrt haben wir natürlich im Hintergrund noch einmal die Warnung der Bevölkerung durchgeführt über all unsere Warnwege, die uns zur Verfügung stehen. Die Sirenen wurden ausgelöst, die beiden Notfall-Apps haben wir gemacht. Es wurde das Notfalltunnel der Stadt geschaltet, Social Medias, Telefonserver, alles war am Laufen. Die Messtechnik war am Ende mit 18 Kollegen besetzt. Wir haben Unterstützung aus Worms, Speyer und Kaiserslautern mit Messfahrzeugen und sind bis zum 17.11., also bis 4 Wochen nach dem Ereignis, ständig Messfahrten haben wir da durchgeführt in der Zeit, am Ende noch in einem 6-Stunden-Rhythmus, unterstützt von der BASF mit einem mobilen Fahrzeug, das allerdings fest stationiert war in der Nachbarn. Danach waren die Leitungen alle leer und wir haben die Messfahrten eingestellt. Das wäre es von unserer Seite. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben.